Moin Moin, mein Name ist Simon und ich begrüße euch zur 4.48-Einsendung. Wolltet ihr nicht auch schon immer einmal die Filmmusik Hollywoods live erleben? Die Musikhochschule Münster hat genau das möglich gemacht und das schauen wir uns jetzt mal an. Musik im Film. Unter diesem Motto stand an diesem Wochenende das Festival der Musikhochschule in Münster. Studentinnen und Studenten der verschiedenen Klassen interpretierten bekannte Filmmusik auf ihre Weise. Ziel des Festivals ist es, die Musik den Menschen näher zu bringen und ihnen einen Einblick in die Arbeit der Musikhochschule zu geben. Die Vielfalt der Musik begeisterte die Menschen. Konzert fand ich fantastisch, also ganz, ganz tolle Zusammenstellung der Stücke. Durch meine Tochter, die hier auch in Münster studiert, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden und ich bin einfach überwältigt. Für die Studierenden hat das Festival eine eigene Bedeutung. Ja, also das Festival ist meiner Meinung nach genau das Richtige, was sowohl die Stadt braucht, als auch die Hochschule, um ein bisschen rauszukommen in die Öffentlichkeit und auch den Studierenden die Möglichkeit zu geben, mal zu zeigen, was sie können. Ich komme gerade vom Auftritt, es hat super viel Spaß gemacht, die Leute waren begeistert und es ist schön, wenn das auch zurückkommt. Die Premiere des Mensch-Musik-Festivals scheint gut angekommen zu sein und bringt warme Töne in den kalten Novembertagen. Techno muss nicht immer vom DJ kommen, der seine Turntables auflegt, sondern kann auch ganz lässig improvisiert werden. Wie das geht, haben uns die Jungs von Wackelkontakt im Spec-Ops gezeigt. Hallo, wir sind hier vom Musikmagazin 48.1 und drinnen im Spec-Ops baut gerade die Band Wackelkontakt auf. Und wir lassen uns jetzt mal überraschen, was sie uns zu bieten haben. Meine erste Frage ist, wie seid ihr auf den Namen Wackelkontakt gekommen? Das ergibt sich aus einer Veranstaltungsreihe, die wir ja eigentlich machen wollten, Spec-Ops oder auch lange Zeit gemacht haben, regelmäßig. Und zwar geht es eigentlich darum, dass man den Leuten zeigt, wie elektronische Musik live gestaltet wird, gemacht wird. Wir können das mit dem Setup ein bisschen abstimmen, in welche Richtung das so gehen wird. Aber was dann letztlich passiert, das ist halt eben dem Moment überlassen. Es ist immer live improvisiert, wir bereiten also nichts vor. Und das macht es für uns halt auch noch ein bisschen spannend auf die Dauer, weil wir das schon mehrere Jahre machen. Ja, jede Session ist dadurch eben immer wieder ein eigenes Entdecken für alle Beteiligten. Wir können das mit dem Setup ein bisschen abstimmen, in welche Richtung das so gehen wird. Aber was dann letztlich passiert, das ist halt eben dem Moment überlassen. Wo ist das Momentum, ist unsere Frage immer. An das Publikum und an uns selber abgehen, wenn es da ist. Wir werden auf jeden Fall hier in Münster weiter regelmäßig auftreten. Das sind wir als Untergrundlegende dem Publikum schuldig. Das war Wackelkontakt, live aus dem Spec-Ops. 3,5 Stunden improvisierte Techno. Mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ganz anders hingegen schaut es beim Hardcore-DJ Frosch aus. Denn er legt noch Platten auf Teller, ganz konventionell, ganz oldschool. Paul hat sich mit ihm hingesetzt und sich mit ihm unterhalten. 48.1 heute mit mir, DJ Frosch. Wie bist du überhaupt zum Namen DJ Frosch gekommen? Das ist ja nur ein bisschen unüblich für einen DJ-Namen, würde ich sagen. Ja, DJ Frosch auf jeden Fall. Ich habe früher grüne Haare gehabt. Und der Name wurde mir praktisch gegeben. Den bin schon sehr, sehr lange, ja. Das heißt, Freunde und Bekannte nennen dich auch alle immer nur Frosch?
alle Frosch. Bist du denn gebürtiger Münsteraner? Also lebst du schon lange in Münster oder wie sieht's aus? Ich komme ursprünglich aus Rostock. Bin jetzt seit 94 hier und fühle mich hier wohl. Ja, seit 97 lege ich auf. Wie ist es denn überhaupt gekommen, dass du DJ geworden bist? War das sowas Bewusstes oder bist du da eher reingerutscht? Ich habe mir das von Freunden angeguckt und das fand ich voll bewundernswert und das hat mich voll... Ja, ich wollte es halt ausprobieren und so kam das. Und ist es denn jetzt mittlerweile, sag ich mal, ein richtiges Business geworden? Kannst du dir davon einen kleinen Lebensunterhalt verdienen? Ja, also ich habe früher eigene Partys gemacht mit Kollegen und habe jahrelang auch im Club gedreht als Resident und ja, versuche jetzt mittlerweile wieder reinzukommen und damit auch mein Geld zu verdienen. Okay, du bist ja jetzt seit 97 in der Münsteraner Clubszene drin und kennst dich sicher auch gut aus mit den DJs und Clubbing allgemein in Münster. Wie würdest du das denn einschätzen in Münster? Wie ist der Einfluss der Münsteraner Clubbing-Szene und DJ-Szene auf die nationale Club- und DJ-Szene? Also es ist heutzutage natürlich sehr schwer, weil es sehr, sehr viele Leute gibt. Ne? Wie gesagt, der Markt ist überfüllt, aber ne, gute DJs gibt es überall. So, ne? Und tja, ne? Hauptsache man hat Spaß daran und so. Das ist erstmal das Wichtigste am Auflegen. Also für mich kommt nur Vinyl in Frage, weil das reine DJing ist. Ja, das ist ein ganz anderes Arbeiten und auch zu den Leuten das Arbeiten. Ja, ja, ich habe im Vorfeld ja schon gehört und beziehungsweise wissen wir es auch voneinander, weil wir uns öfter gesehen haben, dass du Fahrer bist für Menschen mit Behinderung. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Und ja, das liegt mir einfach und ich sehe da irgendwo ja, eine gute Tat irgendwo. Ja, das kann ich verstehen. Hast du denn trotzdem mal irgendwie, gerade weil du ja auch in hier den Münsteraner Havakamp auflegst und in Clubs wie der Club Charlotte, hast du da irgendwann mal Misstrauen erfahren bei deiner Tätigkeit als Fahrer für Menschen mit Behinderung? Nein, eigentlich nicht. Okay, also da sind alle Leute entspannt mit. Auf jeden Fall. Wie siehst du das denn allgemein hier in Münster auch mit der Clubbing-Szene? Das ist ja sicher auch ein allgemeines Problem oder zumindest eine Debatte mit Clubbing und Drogen. Was ist da deine Meinung zu? Ja, ich sag mal, ne, in jeder Szene gibt es Drogen. Ne, das gab's schon immer so. Jeden das Seine, sag ich mal. Jeder soll es. Das muss jeder selber wissen, sag ich mal. Aber es geht praktisch um den Sound. Ne? Das sollte man nicht vergessen. Okay, ja, Thema Sound. Du bist ja Hardtech-DJ. Und wie macht man Hardtech? Wie kommt man dazu, so eine Musikrichtung zu machen? Was beeinflusst einen dabei? Also bei mir ist das so, ich höre seit 92 elektronische Musik, auch praktisch nur elektronische Musik. Bin zwar sehr vielseitig, auch Chill-Out, Ambient. Ich lebe die Musik und ich setze das halt um, wenn ich auflege, in meinen Gefühlen. Also ist Auflegen auch ein bisschen ein Ventil für dich? Auf jeden Fall. Wie gesagt, das spiegelt meine Gefühle, ich verarbeite damit und das zeigt sich halt auch in meinem Mixen halt. Wie ist das denn mit Familienleben und DJing? Lässt sich das gut vereinbaren, wenn du dann mal ein ganzes Wochenende weg bist oder den Tag über schläfst, weil du davor die Nacht aufgelegt hast? Dazu muss ich sagen, meine Tochter ist 9 Jahre, Jolene. Und sie wohnt nicht bei mir, hab sie aber regelmäßig immer und ja, das geht halt alles nur per Absprache, aber läuft ganz gut. Welche großen Projekte geplant, kommende Projekte, was du hier gerne sagen würdest? Also, ich lege ja demnächst wieder im Fusion auf, möchte wieder im Fusion regelmäßig drehen und ja, solange es mir Spaß macht, bin ich dabei, auf jeden Fall. Ja, okay, das ist cool. Das war's auch schon. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu sagen, irgendwen zu grüßen oder so? Ja, ich grüße erstmal den Nick, den Jörg, mein Bruder, und den Paul und alle anderen, die mich kennen, auf jeden Fall.
Apropos Schallplatte. Nicole war in einem Plattenladen und hat mit den Münsteranern über die Bedeutung von Vinyl heutzutage geredet. Bitteschön. Hi, ich bin Nicole von 48.1 und ich werde jetzt das Vinyl ein bisschen unter die Lupe nehmen. Dazu werde ich ein paar Münsteraner befragen und in einen Schallplattenladen gehen. Die Schallplatte ist ja wieder super hip. Kann man das auch an den Besucherzahlen sehen? Man sieht es halt mehr oder weniger nur daran, was alles an alten Kram wieder aufgelegt wird, den es halt lange nicht mehr gab. Ne? Und das ist vielleicht ein Indikator dafür, dass Schallplatten und Vinyl wieder im Kommen sind. Und welche Altersgruppe ist so am meisten vertreten? Unterschiedlich. Also von bis 16 bis schätzungsweise 65. Also die Schallplatte gibt es ja schon sehr lange, ne, im Gegensatz zu der CD. Soll heißen, es haben halt in den 50ern, 40ern schon Leute Musik gekauft auf Schallplatte. Die in den 40ern Musik gekauft haben, kommen vielleicht jetzt mittlerweile nicht mehr, aber es kommen definitiv auch Leute, die schon in ihrer Jugend, was weiß ich, Rock'n'Roll gekauft haben oder sonst irgendwas. Ne? Gab es dann auch Bedenken bei der Öffnung dieses Schallplattenladens? Wenn ich jetzt überlegen würde, ob ich einen Plattenladen aufmache, würde ich es mir, glaube ich, überlegen, weil mittlerweile diese Nische mannigfaltig besetzt ist. Viele Leute probieren da ihr Glück. Viele Leute, die auch nicht wirklich Ahnung haben, probieren ihr Glück. Die werden wahrscheinlich relativ schnell wieder verschwinden, aber nun ja, wie das halt so ist, ne? So, da habt ihr's. Und ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg in die Stadt und werde ein paar Münsteraner befragen. Hören Sie denn nur Schallplatten oder auch noch CDs oder Online-Streaming? Nee, also ich höre auch noch CDs. Online-Streaming teilweise, aber nicht so gerne. Eher, wenn ich die große Masse hören möchte. So wie Spotify, aber auch sehr, sehr selten. Auch CDs, online eigentlich gar nicht. Da bin ich gar nicht für. Entweder übers Radio, morgens zur Arbeit oder abends auf dem Rückweg. Und sonst YouTube, Spotify. Also gar nicht mehr CDs oder Schallplatten? Wenig. Ich habe so einige CDs im Auto, aber die habe ich wenig drin. Schallplatten. Ganz normal, digital. Über Spotify. Wieso hören Sie eigentlich Schallplatten? Weil meiner Meinung nach der Klang der Platte besser ist als CD. Das ist einfach die Freude an der Musik an sich. Dass mir vielleicht die CDs irgendwann nicht mehr genügen und dieser spezielle Anreiz, was Großes vielleicht in der Hand zu haben, wo man sehen kann, wie das funktioniert und wie einfach diese Tonabnahme von der Platte direkt vonstatten geht. Also, die Schallplatte ist zwar voll oldschool, aber immer noch mega angesagt. Und jetzt haben wir den Beweis, es hören doch noch einige analog. Das letzte Mal haben wir euch die Wollen nur spielen Nummer 5 gezeigt. Jetzt kommt die Wollen nur spielen Nummer 12 und dazwischen waren doch irgendwie keine Konzerte. Egal. DFNS Nummer 12. Bitteschön. Moin, hier ist Lo von 48.1. Es ist Freitagabend, es ist nass und kalt. Ich stehe vorm Gleis 22. Hier gibt es heute die 6. Ausgabe, die Wollen nur spielen. Mit am Start sind Frau Dufner, Whale Hunter und Raverman. Ich bin gespannt, wie laut es wird. Wir gehen jetzt mal rein. Bis später. So hold on! Someone will help you out! Where's your gun, mother? Way up ass! So you've lost the ground underneath your feet! So I am lost! Move on! Move on or drown.
So, das waren Frau Duffner. Die haben schon einen ganz guten Start hingelegt, aber ich denke, Whale Hunter wird noch einiges an Lautstärke draufsetzen. Wir bleiben gespannt, wir gehen wieder rein. Bis später. Jo, da bin ich wieder. Das waren eben Whale Hunter. Ich muss sagen, sie waren ordentlich laut, ordentlich abgegangen. Ich habe trotz Ohrstöpsel schon einen leichten Tinnitus. Jetzt gleich kommt noch Raverman. Die werden noch mehr drauflegen. Ich bleibe gespannt. Bis dann. So, ich stehe jetzt mit den Jungs von Raverman. Wie hat euch denn das Konzert bisher gefallen? Ja, eigentlich gut. Also es hat auf jeden Fall total Bock gemacht und ich glaube, es ist auch gut gelaufen. So. Also habe ich das Gefühl. Ja, guter Abend, gute Bandkonstellation. So. Guter Aufbau, erstmal ein bisschen ruhiger, aber dann doch dreckiger, als ich dachte, die erste Band. Und ja, dann voll in die Fresse und ich glaube, dann zum Schluss noch mal so ein bisschen runter, aber doch noch laut genug. Wir haben halt mit mehreren Sängern was ausprobiert so und uns ist aufgefallen, dass wenn man Gesang macht, der in eine bestimmte Richtung geht, dass auch die ganze Musik in eine bestimmte Richtung zieht so. Und deswegen wollten wir irgendwie erstmal unser Ding machen und weitergucken. Wir haben es dann einfach erstmal gelassen so und jetzt sind wir so weit, wie wir jetzt sind. Also es ist nie komplett ausgeschlossen, mal einen Sänger einzustellen oder so. Aber wir machen erstmal so weiter. Ne? Also, ne? Ja. Genau, in Essen im
Panic Room. Ja, genau. Da hat uns ein Freund eingeladen, mit zwei Bands zu spielen, die da aber irgendwie aus dem Umkreis kommen. Also ich sage jetzt mal, namhaft würde ich jetzt nicht sagen, aber genau. Also ich habe am 11.12., genau, ja, kann man ja dazu sagen, genau, 11.12. in Essen im Panic Room, ein verdammt guter Laden, wirklich sehr schön. Wir haben da einmal gespielt vor einem Dreivierteljahr, das hat echt Spaß gemacht, ja. Ja, sehr gut. Schaut vorbei. Danke fürs Interview. Ja, hey. Jo, hey, vielen Dank. Ciao. Nochmal zum letzten Mal an diesem Abend. Riverman haben nochmal ordentlich eingeheizt, muss ich sagen. Ich bin müde, ich will nach Hause. Gute Nacht. So, es war es dann auch leider schon wieder für heute. Wir sehen uns erst 2016 wieder, denn wir gehen jetzt in die Winterpause. Bis dahin wünsche ich euch frohe Weihnachten, ein frohes neues Jahr und hört euch nicht zu viel Mist an.